Als ob das was bringt. Das, hä? Einmal drauf gepibbelt und dann ist das Ding kaputt? Hä? Sony, was baut ihr denn für Handys? Keine gute Werbung. Okay, raus da. Jetzt waren wir doch aber gar nicht da. Jetzt war das Rätsel doch voll für den Arsch. Okay. Ach nee, wir haben ja diese Schatzkarte da gerade gehabt. Sally. Habimus, Apfelmus. Ich glaube, das ist Sams Turm. Auf jeden Fall ist das Sams Turm. Komm schon. Hier lang. Das ist aber nicht gut. Entschuldigung. Verzeihung. Excusez-moi. Wie lange dauert's wohl, bis Rafe hier ist? Wir sollten jedenfalls nicht auf ihn warten. Vorsicht, 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 beiseite. Sorry, Mann. Moin. Nee, pass auf. Oh, ne. Alter. Geil, erstmal die Menge. Baller, was seid ihr für geile Typen, Mann? Hier, ja, genau. Dann halt so. Na also, geht doch. Mensch, wollte gerade sagen, Sally, rauf da jetzt, Mensch. Bam! Das hat gut geklappt. Nein, schon wieder die falsche Taste gedrückt. Das darf doch alles gar nicht wahr sein. Ui. Kann sagen, hier hoch kann der aber eigentlich mit seinem Ding da nicht schießen, ne? Gut, außer er hat ein zweites. Aber, in Ruhe jetzt. Was machen wir da jetzt? Für die Pistole, die wir da haben, ist für ein Arsch, Mann. Richtig. Arschloch. Okay, warte mal, wir müssen irgendwo hin. Ich nehme gerade mal mit. Dankeschön, Lunalia. Vielen, vielen Dank für deinen Raid. Dankeschön. Herzlich willkommen an alle, die vor Lunalia rüberkommen. Wie geht's euch? Was habt ihr Schönes gemacht? Dankeschön. Das ist schon Tor. Sally, hilf mir. Geil, jetzt auf da. Gib ihm. Achso, der ist schon tot. Lel. Ach, die sind weitergefahren. Perfekt. Das ist nicht so gut jetzt. Schatze, Kollege. Rollstuhl-Detektiv, ne? Das klingt aber interessant. Oh, eine Granate. Kabuki! Fass mich nicht an! Ja, warte, wir nehmen die AK mit. Nein, wir nehmen die AK mit. Okay, warte, wir müssen an unser Auto hier, ne? Da ist es! Weiter! Ach du Heilige! Ach du Heilige! Beiseite! Erstmal das. Hui! Wieder dieser Scheiße.
Ich muss irgendwo abbiegen. Ich hätte früher abbiegen müssen, wir sind tot. Ich hätte früher abbiegen müssen. Was soll die Kacke denn jetzt, Mann? Alter. Erkan und Stefan, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Dankeschön an euch beide. Herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank. Wie geht's euch und was habt ihr Schönes gespielt heute? Dankeschön für euren Raid. Vielen, vielen Dank. Ja, ist ärgerlich. Wir sind gerade eigentlich mitten in der Action-Szene gewesen von Uncharted, aber irgendwie ist das Spiel gerade abgespielt. Das ist mir ja noch nie passiert. Junge, Junge, Junge. Okay, Rainer, komm. Zum Glück lädt das, das relativ schnell. Okay, dann rufen wir jetzt nochmal. Dankeschön für eure Raids. Vielen, vielen Dank. Ich danke euch vielmals. So, kommt ihr jetzt gleich wieder abschmieren? Das wäre nicht so gut. Hallo? Wow, 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 wir sind fast tot. Hallo! Jo, Vorsicht! Wir zerstören mal wieder die ganze Stadt. Ist kein Problem für uns. Ich fahre jetzt aber mal hier lang. Ist das richtig? Ich habe keine Ahnung. Aua, aua, aua. Vielleicht soll ich auf der Straße bleiben. Vorsicht! Och nee, kein Stau jetzt, Alter. Wir sind doch nicht in Deutschland, Mann. Okay, vielleicht sollten wir. Ich fahr hier lang. Ich fahr dann mal hier durch. Was soll ich jetzt machen? Yo, 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 das ist gut. Gib ihm! Ray will uns wirklich loswerden. Meinst du echt? Wieder blicken lassen. Die Liste wird länger. Ha. Alter, wer baut solche Straßen, Mann? Wow, 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 Vorsicht! Hui! Das ist ein Geländewagen. Der macht da fröhlich seine Baustelle, ne? Sams Turm steht am Fuß dieses Hügels. Fahr weiter runter. Okay. Daran soll der Laster mal vorbeikommen. Was wird unseren Reifen? Oh, das kann doch nicht angehen. Warte! Keine Angst, ich schaff das! Ich schaff das nicht! Stell dir mal vor, du bist gerade so am Frühstücken, weißt du, und dann fährt einfach so ein Auto über dein Dach. Alter, ausschau nach Sam! Hey, ich glaube, da ist er! Da drüben! Festhalten! Was denkst du, was ich hier mache? Okay, okay. WTF, Alter, warte. Haben die langsam genug Schläge auf uns gehetzt? Ja, wir leben doch, also. Nur noch nicht. Hui, morgen! Papa! Ich glaube, ich habe ein Hühnchen getötet, Entschuldigung. Boah. Da sind sie. Weißt du, wie wir Sam erreichen? Noch nicht, aber die Straße ist gleich zu Ende, Kleiner. Ich weiß. Fuck! Action! Weißt du, wie wir Sam erreichen? Okay. Nicht, aber die Straße ist leicht. Check ich nicht. Ich weiß, ich weiß. Eigentlich, weil ich nicht schnell genug da hinten dran war, alles klar. Nee. Hier, denk du mal. Krass, ich bin jetzt völlig durchgedreht.
Ja, 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 weil ich nicht schnell genug war. Oh! Hallo! Morgen! Okay, gleich ist es zu Ende halt, ne? Okay, jeder andere normale Mensch wäre schon tot. Spätestens jetzt. Spätestens jetzt gleich. Hä? Check bye! Okay, warte, warte, warte. Sehr gut. Wir sind drinnen. Oh! Find's immer lustig, wie das Auto einfach weiterfährt, ne? Der könnte aber mal anhalten. Dann wäre die Nummer einfach durch. Aber er fährt aber weiter. Was? Ah! Schießt du den Fahrer ab? Ist lustiger. Okay, ich schieß gar keinen ab, weil ich keinen treffe. Ich glaube, ich sterbe gleich. Ich bin tot! Halt die Schnauze! Okay, ich mag die Pistole irgendwie lieber, ich weiß auch nicht. Das ist das Headshot einfach, oder? Mit der Pistole zwar irgendwie nicht so. Okay. Never mind. Oh, hi. Alter, der eine hält sich da hinten gerade fest, als wenn er besoffen wäre. Komm. Meine ich aber auch. Oh, wir müssen auf das andere Auto vorne drauf. Hab's nicht gesehen, Entschuldigung. Einfach pure Action, das ist so krank. Okay, wir haben es geschafft, oder was? Wir sind alleine. Oh, okay, doch nicht. Ich dachte, wir sollen jetzt irgendwie... Okay, alles klar. Ich hab gleich keine Muni mehr, ne? Ich hab nichts mehr. Und nu? Ich kann mich jetzt nicht mehr wehren. Ich hab keine Muni. Was soll ich denn jetzt machen? Von hier hinten irgendwie rein oder so? Okay. Jetzt habe ich es verstanden. Piss dich.
Weil soll ich die Opfer? Natürlich, wer Panzerauto, weißt du? Ich komme mir schon wieder vor wie von Just Cause, Alter. Wären wir nicht schon mal auf dem Auto hinter ihm drauf? Hat auch nichts gebracht. Man muss nachladen. Ach, das ist er. Scheiße. Ich habe auf Sam geschossen. Es tut mir leid. Okay, muss ich wieder auf so ein Auto springen? Yo! Warte, wir kriegen das hin. Wir kriegen das alles hin, ist kein Problem. Hey, was willst du von mir? Hau ab! Okay. Oh cool, ihr wartet ja auf mich, das ist aber nett. Hey Brüderchen! Was hier? Ich versuch's! Okay, okay! Spring rein! Sam, spring in das verdammte Auto! Ich bin schneller! Diskutier nicht rum! Vorsicht! Ist nicht so gut jetzt, ne? Aber das war's dann für Nathan und Sam hat dann Days Gone weitergespielt. Also der ist der Hauptdarsteller von Days Gone dann gewesen, ne? Mit Bart und so. Ah, hier, warte. Das Feuer sieht mega realistisch aus, ja. Sehr krass. Das hat er bestimmt nicht überlebt. Kein Risiko. Das ist nicht gut. Die kriegen nicht mal, die kriegen mich nicht mal, wenn ich am Boden liege, ne? Nicht mal dann kriegen die mich kaputt. Ja, das ist jetzt ein bitter, das ist jetzt bitter, ne? Ja. Junge, 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 Junge. Ja. Ja, genau. Die Arbeiter dahin. Alles klar? Ja. Ja, ne? Ja, Fox, die Szene ist mega. Mega krank.
Waldheim, jetzt gehen wir erstmal bumsen, wa? Okay, die Luft ist rein. Ja. Okay. Prodeus quod licentia. Sieht wie ein Monogramm aus. Für Gott und die Freiheit. Das ist ihr Motto. Die vielen Paradieshinweise, wie konnten wir das übersehen? Na, wie ich sehe, seid ihr zwei okay. Viel besser als okay. Wir haben Libertalia gefunden. Lieber, was für ein Ding? Libertalia. Wie es scheint, begründete Avery die legendäre Piratenkolonie. Eigentlich war es eher ein Piraten-Utopia. Ja, okay. Und der Schatz? Nach den Erzählungen bot dieser Ort Unterschlupf für Hunderte, vielleicht Tausende Piraten. Und sie haben alles geteilt. Ihren Besitz, Ressourcen. Geld? Und sie haben es alles in einem großen Schatzhaus aufbewahrt. Okay. Und? Wo ist diese heilige Stätte der Kommunistenpiraten? Genau hier. Diese Insel. Gleich nördlich von Kings Bay. Und Rafe hat eine Kopie davon. Ja, aber bis Rafe das verstanden hat, sind wir längst auf dem Weg nach Libertalia. Ja, klar. Ich sag's dir, dieser Schatz gehört so gut wie uns. Oh, Mist. Wie läuft der Job in Malaysia, Nate? Ach, du heilige Maria. Du bist wohl vom Kurs abgekommen. Elena ist nicht so, wie es aussieht. Wirklich? Denn es sieht so aus, als wärt ihr auf der Suche nach Henry Averys verschollenem Schatz. Nee, Quatsch. Und bei den vielen Shoreline-Soldaten, die in der Stadt rumlaufen, seid ihr doch bestimmt nicht die Einzigen, die danach suchen. Okay, also, es ist wohl doch so, wie es aussieht. Aber ich kann das erklären. Das hört sich jetzt vielleicht verrückt an. Nur zu. Also zuerst mal, das ist Sam. Sam Drake. Mein Bruder. Hi. Tut mir leid. Ich dachte, er sei in Panama im Gefängnis gestorben. Aber da lag ich offensichtlich falsch. Er saß 15 Jahre lang da drin, und das meinetwegen. Und der Typ, der ihn rausgeholt hat, will viel Geld. Und zurückzahlen können wir diese Schulden nur mit Averys Schatz. Aber wir haben ihn gefunden. Er ist auf einer Insel vor der Küste. Okay, hör auf. Gab es jemals einen Malaysia-Job? Ich... Okay. Komm schon, warte. Elena, warte! Ich verstehe das einfach nicht. Hey, ich wollte es dir erzählen. Mir reicht's. Das wollte ich wirklich, aber wie sollte ich? Es einfach sagen? Ich musste dich schützen. Das ist Blödsinn, Nate. Du hast dich einfach nicht getraut, es mir zu sagen. Schon wieder. Ich wusste, dass du so reagierst. Wie würdest du reagieren? Du hast mich angelogen. Wochenlang. Wärst du tot, hätte ich davon nicht mal was erfahren. Und jetzt hast du einen Bruder. Wer bist du? Komm schon. Ich bin's. Komm schon, ich bin's. Diesmal ist es anders. Oh mein Gott. Ich muss ihn retten. Der Schatz ist mir vollkommen egal. Dein Gesichtsausdruck, als du in dieses Zimmer kamst. Wenn du mich genug angelogen hast, solltest du aufhören, dich anzulügen. Mein Flugzeug wartet. Mach du, was du tun musst. Er hätte einfach nur die Wahrheit sagen können. Hey, was machst du? Lauf ihr nach! Wir sind hier noch nicht fertig. Vielleicht wären wir das besser. Was meinst du?
dass es vielleicht einen klügeren Weg gibt, Sam zu retten. Und der wäre? Wir besorgen ihm eine neue Identität. Wir lassen ihn irgendwo untertauchen. Ich er saß 15 Jahre im Gefängnis. Er wird nicht untertauchen. Okay, gut. Lauf du deiner Frau nach. Sam und ich gehen nach Libertalia. Ohne mich? Komm schon, du bringst euch beide um. Wirklich? Junge, ich mach das hier schon verdammt lange. Ich glaube, ich komme schon ganz gut allein. Hey, du willst helfen, Sullivan? Hab ein Auge auf sie. Wie du meinst. Kann ich dir irgendwie helfen? Geht schon. Pack deine Sachen. Kapitel 12. Auf See. Nathan ist ein ganz schönes Arschloch. Nein. Also in dem Punkt zumindest. Hey Nathan! Ja, Land in Sicht. Bist du kacken oder was? Achso. Boah, die Grafik. Na, was sagst du? Junge. Das ist ziemlich cool. Übernimm mal das Steuer. Weißt du, diese ständige Herumlaufen und Überleben um Haaresbreite. Wir haben uns nie Zeit genommen. Einfach mal zu genießen. Hätte das gerade ins Meer geschmissen, Feuer oder was? Sic Parvis Magna. Sic Parvis Magna. Ja. Hör zu, kleiner Bruder. Sie kommt drüber weg. Bei diesem Schatz, wer würde das nicht? Ich weiß nicht. Ich glaube, vielleicht habe ich es diesmal einfach zu weit getrieben. Noch starten. Zack. Ob ich soll hier rüber rutschen? Rutschen, ne? Mich bei Shakai Auer bedanken für 21 Monate. Vielen, vielen Dank. Du schaffst es immer wieder, egal wie bescheiden es einem geht, einem Lächeln auf die Lippen zu zaubern. Dafür einfach mal danke. Ich hab zu danken, ich hab zu danken. Dankeschön für deinen Resub und freut mich natürlich. Das freut mich natürlich, gell? Ihr müsst mir natürlich wie immer Bescheid sagen, wenn es im Stream, wenn das jetzt dann zu laut ist, oder zu leise oder was auch immer, sagt mir bitte gerne im Chat Bescheid, dann mache ich das lauter oder leiser in dem Fall. Was wollte ich noch sagen? Wir waren gewesen, Elena hat uns entdeckt, wir haben Elena belogen, also Drake hat Elena belogen. Die hat das herausgefunden, wir sind unterwegs irgendwo mit dem Schiff auf irgendeiner geilen Karibikinsel, sieht zumindest so aus. Und ich glaube, das war da, wo wir stehen geblieben sind, ne? Da kann ich mich noch dran erinnern. So irgendwie war das. Da sind wir doch, guck mal. Schön. Sieht schon geil aus. Von der irren Schatzsuche durch die ganze Welt mal abgesehen, hatte Avery die richtige Idee. Und zwar, er lebte nach seinen eigenen Regeln, bereiste die Welt, machte sein Glück auf seine Art. Klar, bis auf die Riesenbelohnung auf seinem Kopf. Komm schon, allein wie seine Geschichte ausgeht, stimmt? Wer weiß, vielleicht war es das alles am Ende wert. Oh, Vorsicht, Sandbank. Ja, und auf YouTube natürlich auch, genau, dankeschön für die Erinnerung. Dankeschön, hallo auf YouTube. Herzlich willkommen zurück, wir sind wieder bei Uncharted drinne. Sich echt seltsam. Aber das sieht einfach richtig gut gerade aus, ne? Boah. Ach so. Das ist eindeutig von Menschen gemacht. Von Piraten gemacht. Und da müssen wir jetzt hin, oder was? Jetzt bin ich auch vorbeigefahren. Warte mal. Fahr nochmal zurück. Ich fahr nochmal zurück. Hier müssen wir hin, oder was? Fahrzeug verlassen.
Okay, wir lassen das Ding einfach hier stehen. Ist doch egal. Hui. Mann, ist das geil. Boah, die Wassereffekte sind so mega, ne? Voll hübsch. Finden wir einen Weg zum Turm. Ja,